Schloss Wackerbarth war der Tagungsort der 10. Camping-Ski-Tage der Senologie. Brustspezialisten, Pflege- und Therapiekräfte, aber auch vom Brustkrebs betroffene Patientinnen tauschten sich über aktuelle Entwicklungen bei Erkennung und Behandlung des Brustkrebses aus. Das Besondere an dieser Veranstaltung ist eigentlich, dass hier wirklich die Frau, die Patientin im Mittelpunkt steht. Dass es eine sehr familiäre Tagung ist, in der es wirklich allen darum geht, eine patientenzentrierte Medizin zu machen, in der auch handwerkliches Geschick in der Chirurgie im Vordergrund steht, ohne tatsächlich die Veranstaltung, die man sonst kennt, große Kongressveranstaltungen, in denen man viel spricht, in denen wenig tatsächlich in die Praxis gelangt. Das ist das Schöne und Besondere hier, dass im familiären Raum tatsächlich gemeinsam diskutiert und voneinander gelernt wird, um eine bessere Versorgung von Frauen mit Brustkrebs zu bewerkstelligen. Gelebte Senologie ist seit Jahren das Credo der Mannschaft um Chefarzt Dr. Marx. Dies geschieht unter anderem durch eine intensive Zusammenarbeit mit dem Uniklinikum Tübingen. Na, ich glaube, dass wir einfach die Zukunft schon im Blick haben und auch versuchen umzusetzen und das aber nicht basiert auf nur Gefühlen, sondern auch wissenschaftlich basiert. Wir haben viel Erfahrung, wir behandeln täglich Patienten mit jedweden Brusterkrankungen und wir bilden eben aus interdisziplinär. Das heißt, bei uns in der Klinik fühlen sich Kollegen verschiedenster Fachgebiete und Genese wohl. Und das dient dem Patienten, weil das Hauptziel ist, die Patientenversorgung zu verbessern. Und da müssen wir noch einiges tun in der Aufklärung, in der Beratung. Wir müssen besser werden in der Fläche. Und ich verstehe eigentlich Radebeul als eine Art Brustschule, wo jeder kommen kann, ein Jahr, zwei Jahre, drei oder länger gerne und mit uns sich weiterentwickelt. Hochaktuell ist eine ganz neue Operationsmethode. Eine Patientin berichtete, dass sie vor 14 Jahren an Brustkrebs erkrankt war. In diesem Zusammenhang wurden auch die Lymphknoten in der Achselhöhle entfernt. Die ganzen Jahre musste sie wöchentlich zur Lymphdrainage und permanent einen Kompressionsarmstrumpf tragen. Schon wenige Tage nach der erfolgreichen Operation in der Radebeuler Klinik sind nun die Symptome besiegt. Ganz allgemein gab es bezüglich der Behandlung von Brustkrebs in den letzten Jahren große Fortschritte. Wir haben in Deutschland eine Riesenentwicklung in den letzten beiden Dekaden erlebt. Brustzentren wurden zertifiziert, Leitlinien wurden eingeführt und über die Jahre hinweg optimiert mit evidenzbasierter Medizin. Das Mammographie-Screening-Programm, ein qualitätsgesichertes Programm, das die Eigenschaft hat, den Patientinnen in der Früherkennung die Tumoren, dann, wenn wir sie effizient behandeln können, direkt zu erkennen. All das sind Bausteine, die die Brustgesundheit in den letzten Jahren optimiert haben. Und wir wollen uns heute mit den Patientinnen, mit den Kolleginnen und Kollegen, mit den Frauenselbsthilfegruppen darüber unterhalten, wie wir die aus der Vergangenheit lernen können, was wir in der Gegenwart, in der Versorgung im Moment haben, wie wir in die Zukunft schauen können und die Versorgung noch besser gestalten können. In seinem Vortrag ging der Wissenschaftler engagiert mit manch gängiger Empfehlung ins Gericht, die derzeit das Handeln vieler Fachärzte bestimmt. So sei die zeitliche Abfolge von Chemotherapie und Operation und generell die Nähe zwischen Pharmaindustrie und behandelnden Ärzten zu hinterfragen. Sowohl Chefarzt Marx als auch sein Tübinger Kollege betonten, dass mancher Patientin viel Leid erspart bliebe, wenn bei der Brustkrebsbehandlung flächendeckend auf Grundlage hoher wissenschaftlicher Standards gearbeitet würde. Auch dies war ein Signal von den 10. Camping-Ski-Tagen.